Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachtaktiv Gaming. Mein Name ist Kalle und ich spiele mit euch mal ein bisschen Doom weiter. Und ja, nachdem wir hier diesen Raum voller Biester komplett geklärt haben, geht's jetzt weiter. Ich weiß leider aber noch nicht ganz genau wohin. Auf jeden Fall ging hier gerade die Tür wieder auf, aus der ich ja eigentlich kam, glaube ich. Stellen wir uns mal hier hin. Ist die Tür zugegangen? Reiß den Archon-Akkumulator raus, der den Cyberdämon mit Energie versorgt. Durch die Destabilisierung des Kerns entsteht ein Riss, der dich zurück in die Hölle bringt. Sobald du den Schmelztiegel hast, holen wir dich zurück. Was machen wir da? Habe ich keine Munition mehr. Ah! Okay. Oha. Komplette Aufladung. Kann eigentlich nichts Gutes heißen. Nehme ich nochmal hier komplette Munition mit. Okay. Ich weiß noch nicht, womit ich am besten in diese Runde gehe. Okay. Großes Tor. Wartet da irgendwas ganz Böses auf mich? Ja. Halsmaul. Okay, Endbosskampf. Fuck! Also, ob das der Endboss ist, weiß ich nicht, aber er hat einen Lebensbalken. Oh, shit. Shit. Mal gucken, ob ich ihn so... Wow! Wow! Da würde ich, glaube ich, springen. Wow! Scheiße. Das könnte echt witzig werden. So. Okay. Ah. Okay. Geschafft. Oh nee, was ist das? Boah. So, mein Life ist jetzt fast weg. Nehmen wir mal jetzt komplett den Raketenwerfer. Nein, 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 wo ist der Raketenwerfer? Da. Boah. Nicht voll rein. Das war dumm. Aber vielleicht schaffe ich das, müsste ich eigentlich schaffen. Zur Not habe ich noch meine Big Fucking Gun. Ja, komm her. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie mehrere Runden gibt, weil irgendwie geht mir dann doch das Life aus. Dem ausweichen kann, ey. So, jetzt Chain Gun. Chain Gun. Wie soll ich den denn ausweichen, ey? So, jetzt müssen wir ihn haben. Fetter, fetter. So. Immerhin Speicherpunkt erreicht. Da ist auch tot. Scheint so. Oh. Willkommen in der Hölle. Ah. Alles klar. Okay. Und weiter geht's. Hier irgendwo live. Nein, gibt es nicht. Das ist nicht so effektiv. Da hole ich mal hier alles raus. Immer hier live kann ich da holen. Ja. So, was habe ich. Boah. Jetzt habe ich die falsche Waffe dazu. Boah. Oh, diese Technik, ey. Eieiei. So, warte mal. Waffe wechseln. Raketenwerfer. Dann kriege ich dich damit vielleicht wieder ein bisschen. Oh. Scheiß doch die Wand an. Okay. Hier gerade hat er nichts gemacht.
Okay, die Attacke von vorhin. Springen, ducken. Oh. So, nochmal Gauss-Gewehr. Springen, ducken, springen. Boah. Gleich geschafft, Kalle. Gleich. Ah! Jetzt wird's kritisch. Lad auf, lad auf, lad auf. Lad auf, lad auf, lad auf. Oh, shit, 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 shit. Jo, ich hab ihn. Jetzt schlage ich ihn mit seinem eigenen Horn seinen Schädel kaputt. Oh. Halleluja. Das war mal ein Battle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bin noch da ganz gut durchgekommen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Geht's jetzt wieder für mich wieder zurück? Instant? Oder bleibe ich auf dem Höllenportal? Ah, das scheint wohl das Level sogar gewesen zu sein. Gut, drücken wir mal auf Fortsetzen. Ja. Gut, der Kampf hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Ich habe jetzt insgesamt ungefähr 6-7 Minuten gebraucht. Boah. Reicht es Titanen? Mal gucken, ob ich auch im Höllenbereich bleibe. Das war jetzt ja ein bisschen länger nicht mehr. Ja. Schauen wir mal, was mich da erwartet. Und was euch erwartet. Ja. Also die Ladezeiten sind dann doch ganz schön heftig. Aber dann unterdessen wird da halt nicht mehr geladen. Das muss man dem Spiel lassen. Das finde ich ganz angenehm. Also da kann man doch die Level selber fix durchspielen. Durchziehen, wenn man so möchte. Und genau. Reich des Titanen. War das nicht gerade schon Titan? Was ist ein Titan? Also griechisch wird es nicht gewesen sein. Okay. Beschaffe den Schmelztiegel. So, dann schauen wir mal hier. Schweres Sturmgewehr. Offenes Feld. Mal hier irgendwas. Immer schön gucken, links, rechts. Was mich denn hier erwartet. Ja, freundlich sieht es jetzt nicht aus. Oh, das hätte ich jetzt aber auch nicht wirklich erwartet. Okay. Schauen wir mal, muss ich da echt reinspringen? Ach komm. Wuhu! Boah. Okay. Eine Menge Monster erwarten mich also. Cyber, ich weiß nicht, wie die ganz genau heißen. Wieder vergessen. Na komm. Ja, du jetzt auch noch. So. Okay, mal ein bisschen aufmotzen, um waffentechnisch gesehen, wäre nicht schlecht. Mal hier ein bisschen Muni. Gucken, was mich, wo es mich hinführt, was mich hier erwartet. Okay, no, dann laufen wir mal die Treppe hoch. Wow. Okay, Gegnerhorn. Die Dicken hier. Ja. Na, wo haben wir denn das Plasmagewehr? Oh. Nein. Oh, ich brauche zu lange. Plasmagewehr. Damit kriege ich die doch auch ganz gut weg. So. Das sind die Dicken. Da gibt es auch zwei Typen von, soweit ich weiß. Halt einer, der hier so dieses grüne Glibberzeug schießt. Oh, das war doof. Eine Menge Holz für Leute wie ihn hier. Aber Munition auffrischen. Das tat, glaube ich, ganz gut jetzt. Mal hier Raketenmunition. Da ist auch schon Max. Alles klar, dann geht's weiter. Schauen wir doch mal. Oh. Das sind die Besten, die so angeflogen kommen. Na, wo ist der Nächste? Komm her. Oh, er hat abgebrochen.
Aber dann ist er doch in den Dings geguckt. Was mir so ein bisschen fehlt ist... Ah, bin ich doof. So eine Sniper. So eine richtige Sniper. Nicht das Sturmgewehr mit dem Aufsatz, sondern so eine richtig heftige Sniperwaffe. Aber ich glaube... Boah, nee. Oh, ich hasse die Viecher. Ich hasse sie. Treiben aber einen auch nach hinten. So, mit Wumms, weißt du, so 3 Schuss, 4 Schuss oder was, nicht viel, muss ja nicht knallhart sein, sondern halt einfach irgendwie, so, wo muss ich denn hier hin, geradezu, was haben wir denn da, erstmal hier live, da habe ich was gesehen, das will ich mal aktivieren, ich weiß, dass es mir Schaden nimmt. Ich weiß nicht, ob ich das aktivieren musste. Aber ich habe es halt auch mal getan. Okay. Da unten schaut es so aus, dass ich da weitergehen könnte. Aber hier geht's auch lang. Ja, vielleicht ist da ein Geheimnis. Da gehe ich doch... Das gucke ich mir doch mal an. Vielleicht ist hier irgendwas. Ja, wusste ich's doch. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn ich das hätte übersehen. Okay, Prädatorenmarke erhalten. Alles klar. Gut, dann schauen wir uns doch den nächsten Raum an. Alles klar. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. So ein Ding habe ich schon länger nicht mehr aktiviert, weil ich da auch einmal dran vorbeigelaufen bin. Ich voll Depp. Ach, hier, komm. Oh, heute habe ich es irgendwie mit der Munitionsanwahl, ey. Oh, was habe ich denn damit? Wow, was ist da los? Ach, so ein Renner. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, komm her. Oh, wenn ihr mich hier runterschubst, habe ich mich voll am Arsch. Oh, Glück gehabt. Also so in engen Räumen sind sie echt gemein platziert. Also ich würde es als Game Developer, wie man so schön sagt, halt auch machen. Schön diese scheiß Dinger in den engen fucking Raum. Und... Ah, hier ist nichts. Und dann dich da richtig wegballern. So. Okay, hier ist dieses Ding eigentlich gewesen. Schauen wir mal weiter. Mal ein bisschen Rüstung hier. Links, rechts, nichts. Muni. Mal fett weiter in Rüstung. Oh. Schön, dann bin ich ein bisschen tief gelaufen. Ah, ja. Deine Mutter, Alter. Boah, jetzt bin ich eingeklemmt. What? Orientierung. Die lasse ich doch immer ganz gut mit dem Gaussgewehr wegballern. Das mögen sie überhaupt nicht. Ah. Und du auch. Komm her. Jo, und du kommst auch weg. Okay. Mal live. Hm, hier scheint es auf jeden Fall nicht zu sein. Schauen wir mal weiter. Ah, das war ich gerade schon. Immer nach da. Und nach unten. Puh, okay. Wo muss ich hin? I don't know. Unten. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl, dass ich das Ding aktivieren muss. Nee. 90. So, jetzt zeigt er mir nach unten an. Oh, bin ich blind? Ich muss hier hin. Hier muss ich rein. Oh, das sieht auch unschön aus. Hm. Ah. Das sieht doch noch was aus. Ja, dann trifft es doch ganz gut, dass ich blind war. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt einer ist. Oh Gott. Ganz entspannt. Oh, what the fuck, man? Ist das ein neuer hier mit Feuer oder was? Grün. Gelb.
Der nächste kann Blitze schießen. Und tschüss, du kleines, dickes Ding, ey. Bumm. Okay. Speicherpunkt erreicht. Tür ist auf. Gut, liebe Freunde. Ich denke, das war für heute für die heutige Folge war es das. Ich hoffe, der Bossfight hat Spaß gemacht. Ich werde mich in der nächsten Folge hier in diesem Raum begeben und ich denke, da geht die Scheiße dann von vorne los. Auf Wiedersehen, ich bin der Kalle. Ciao, ciao.